Leute, willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Felsbrunn mit mir Let's Play. Hallo, guten Tag, Mahlzeit. Die Größe war gleich an. Der fette Fendt, wo wir gerade mal so groß sind. Groß wie Vorderreifen. Ja, sind der Reifen. Den fetten Mini-Wald, wo wir größer als den Vorderreifen. Das ist schon. Beides grün. Gleiche grün ist das. Das ist beides Fendt grün. Ja, ja. Der Wald sah nicht aus. Ein bisschen nervig, dass man den Motor anmachen musste, nicht ausmachen. Ist ein bisschen nervig. Wir nehmen fangen wir heute ernten, denn die Pappeln sind reif. Das heißt, wir können Pappeln ernten. Das ist ja jetzt immer noch alles buggy, keine Ahnung. Ich kann meinen Freund da rückwärts fahren jetzt. Und der hier braucht noch Saatgut. Soll ich gerade vielleicht zuerst machen, Saatgut holen? Ja, moin. Oder verschiedene Kartoffeln, egal. Egal, egal, egal. Das ist eigentlich auch. Schön, den Sinn. Das können wir nicht so machen kann. Okay. Ups. War ein Schild. Ich meine, wir wachsen aber ziemlich langsam. Ich habe gedacht, ich wachse ein bisschen schneller. Naja, der Fendt blinkt schön. Ui, shit. Haben wir eine geladene Kartoffeln. Um sie auszubringen. Und ich glaube, wir haben noch ein bisschen fertig. Ja, genau. Zeig mal rein. Ja. Ja. Ich glaube, ich kaufe jetzt besser den Dünger. Dann haben wir gleich keine mehr viel Dünger. Und wer sagt gut? 1, 2, Big Big schaffen wir nur. Die Geld. Und wir sollen die Eier müssen wir von oben verkaufen, ist demnächst. Nur ein sehr guter Preis, wenn wir Eier verkaufen, nach dem Pappeln ernten. Ich werde gleich beim Aufladen mal gucken, was für einen Preis wir haben, aber ich denke mal, ist nicht so hoch. Und sonst können wir verkaufen, fahren, laden wir auf den Hänger und dann fahren wir weg. Keine schlechte Idee auf jeden Fall, weil Geld ist Geld. Was du auch sagst, was wir haben, haben wir. Auffüllen. Dann geht's da, ja. Preis. Ja, 2,6 steigend. 9,34 sogar. Ja, ich glaube, wir könnten wirklich die nächste Folge noch verkaufen fahren. Ein paar Hexen. Aber bei Pappeln Hexen ist es wichtig, weil der Hexler steht da rum. Besser Pavel Hexel, das heißt, ich gehe eh auf langsam. Können auch gerade Pavel Hexel fahren. Erst noch und dann. Ja, verkaufen, ja, ist auch nicht schlecht. Entschuldigung. Ein bisschen erkältet. Mal wieder. Moment, mag mich die Erkältung. Ist immer wieder erkältet. Ich freue mich, wenn meine Map fertig ist. Ich finde die Straße hier ziemlich schön. Sehr nett. Hätte ich auch gerne auf meiner Map gehabt. Irgendwie habe ich hab die nicht gefunden, so Straßen hier. Die fand ich besser als die auf ich habe. Vielleicht finde ich ja noch welche Straßen next. Dann kann ich die mal umbauen. Weil erst kommt die Map als die Beta-Version raus, bevor die dann alles umgebaut wird. Und als Early Access-Version. Irgendwie sowas. Mal gucken. Überlegt Access-Version zum Testen der Felder, der Züge und alles. Und dann wird die Verschönerung gemacht, während die Early Access draußen ist. Denn, ja, wenn draußen, dann können wir noch schön verschönern alles. Das ist oder Beta-Version. Auf jeden Fall irgendwas sowas war ja mein Plan. Für die Map. Wer hat aufgehört hier? Hä? Was da vorne? Ja, moin. So, und Helfer aktivieren und der macht das.
Da käme es auch schon dabei hier zu säen. Der fällt ja auch schon durch. Perfekt. So, wir fahren jetzt mal den nächsten. Den Hänger raus und dann fahren wir los. So. Aufmachen. Hoffe, dass einiges runterkommt. Muss das alles im Sägewerk überfahren, aber naja. Lass wir wohl möchten, dass da gerade keiner ist. So. Ich mache alle Haie. Sollte lieber mal ruhig fahren. Nein. Mache jetzt hier schön Lärm, unsere Fische zu ärgern einfach. Einfach aus Prinzip, Leute. Ruhe ausfahren. Wechsel anschalten. Aktiviert. Komm, aber den Fendt und für die Straße. Ist ja eh nach, da fährt eh keiner über den Weg. Die Straße so wirklich. Da ist ja gefährlich dran. Da liegen zwei Bahnen mit. Nur lass mal machen. Weit vorne. Ich vergesse nur, aber ich will das Screenshot mal machen hiermit. Was machst du denn hoch? Ist auch kompetent der Fahrer. Nicht von alles, den können wir gerade hier drehen. Muss auch mal schöne Screenshots machen. Sieht doch ziemlich geil aus. An, da habe ich schon 2000 erst. So, wie hast du denn bitte? Ich glaube, wir fangen oben auf der Seite an. Lass mal gerade den Helfer eben. Fangen oben auf der anderen Seite an, das ist besser. Ist, glaube ich, besser, wenn ich um anfange. So, einmal eben ab zum Fender hinten. Ups, ups. Auch schon auf der Straße steht, aber egal. Das T-Fan zeigt deine Kraft. Und deinen Hänger hochzuziehen. Hoffen, dass sich das lohnt. Also nur 1000. Deshalb brauche ich mal mindestens 3000 Euro, um die Häckslerkosten rauszuzahlen. Die ganzen Mietkosten und alles. Brauche ich mindestens 3000 Euro. Fahren wir mindestens 10 mit 10. Okay, 8. Ach komm, Haser schnell. Entscheiden auf eine Reihe und ich kann noch halb anfangen. Das bringt ganz so rum, so schnell Parkschütze. Jetzt 75 Euro. Tonne, das heißt, wir haben jetzt hier auf dem Hänger vielleicht 500 Euro.
Ja, ist das wenig Geld für die Arbeit. Na egal. Einfach mal was machen. So, jetzt gehe ich runter. Unser starker Fan. Ja, komm, was fährst du da zurück? Der Fahrer von dem Häcksler hat auch noch keine Ahnung vom Pappelhäcksler, habe ich das Gefühl. Den müssen wir mal lernen. Ist das denn? Der Carlos. Na, der muss man lernen. Mein Hexen, ich hab's überhaupt noch nicht gelernt. Ich hab noch eine Reihe. Nicht frei für Pappeln bei. Das ist nicht aufgewachsen. Nicht ganz gewachsen, Pappeln. Ja, komm, fahrt doch. Muss auch Gas geben, theoretisch. Moin, für die zwei Pflanzen ist nur ein Ohr. Im Übrigen, unreife Pappeln könnte ja theoretisch auch häckseln. Also, ich nehme das jetzt mal ordentlich an. Hilfe entlassen. Anschmeißen. Mal ordentlich rein und machen Hilfe an. So, jetzt soll er vielleicht mal ordentlich fahren, die Reihe. Mal so halbe mitnimmt alles. Aber die werden nachher eh geflügt hier. Das Feld habe ich gerade mal fliegen. Wenn es nicht nötig wäre, aber fliegen ja schon sinnvoll. Also pappeln. Ja, mein besser als vorhin. Nee, jetzt fährt. Ganz mittig, aber naja. Sieht schon mal besser aus. Ich glaube, in S sieht das auch ungefähr so aus. Würde kein breites Gebiss, das kannst du schön an ihm dran fahren. Was hier in den Hänger reingehäckselt. Also das Rote ist vom Trecker. Ja. Ach, das Rote wollte ich ja nur so an, das Licht. Da habe ich das Rote. Ah, deswegen. Ich habe gerade gewundert, warum es so rot aussieht. Ja, moin. Da kann man auch nochmal drehen. Dann den Baum rum. Bleib stehen. Ruhig, groß. Ruhig. Oh, jetzt gib Gas. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Let's go. Jetzt let's go. Job hier so für zum Abfahren ist, da finde ich schön. Da finde ich echt einen guten Job, meiner Meinung nach. Jetzt mal hier schön auf die Pappel rein. Da kann man die irgendwie fest, ein bisschen glatt fahren, die Stoppel davon. Schön zerdrücken. Pappelhäcksel ist echt eine dauernde Arbeit. Dauert echt lange. Ich weiß, es geht viel schneller in den Hänger rein. Also der Hänger, statt mein Hänger wäre richtig schnell voll. Also ich so wumm. 3-4 Bahnen, die war Mais voll. So, wenn ich noch runterkomme, dachte ich nicht. Mal drehen. Wir haben hier den Platz zum Drehen. So Pferdeweide und alles haben wir ja Platz zum Drehen noch. Das ist jetzt hier eh. Obwohl, wir brauchen gar nicht mehr zu fügen, weil das ist ja eh die letzte Pflanzenwachstumszeit, die wir hier machen. Ach, kommt her, hier wird ja wollte ich ja Gras anpflanzen, normal alles umflügen, Gras anpflanzen. Also auch hier vorne alles umflügen. Wenn noch kein Gras ist, sondern zu Gras machen. Und da vorne alles hinten das Wald zerstört, wollte ich lassen erstmal den Wald, da wollte ich mal aufforsten, richtig schön. Dann
wollten wir ja hier eine Kuhscheibe hinbauen. Hier auch meiner Meinung nach hinpasst. Missionsfortschritt. So ziemlich schnell, Kappa. 50% Missionsfortschritt hat. Ah, okay, aber er rollt noch scheinbar. Der Case scheint fertig zu sein. Behauptet er zumindest. Jetzt 1000 Euro. Paar hundert raus an Betrag an Geld für die Ernte. Also, mit wahrscheinlich das Schneidwerk gerade finanziert vom Häcksler das hier. Das macht gar nichts. Ui. Ui. Ui, 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 ui. Aber Leute, ich würde sagen, wir häckseln nächste Folge weiter. So lange hier gearbeitet, aber ich habe ein paar Kommentare vorzulesen, glaube ich, nächste Folge. Damit würde ich sagen, war es das Freude. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihn noch um da. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Macht's gut, bis dann und ciao, ciao.